Mitbewohner haben erkannt, was und passiert war zurück. Und haben geholfen, die Crew zu befreien. Wir machen natürlich hier weiter. Also mir ist das Rätsel ist eigentlich aufgelöst. Und ich denke, wir werden uns jetzt dem Ende unserer langen Reise ernähren. Es wird wahrscheinlich gleich passiert sein. Ja, es war echt interessant. Gute Neuigkeiten, Papa. Ich meine, Vater. Wie wir festgestellt haben, ein ich Luke- und Druckspiel hier. Seltsame Wandlungen. Ich hätte nie gedacht, dass die goldene Schildkröte so wundervoll sein könnte. Es hat wirklich Captain Morgan. Richtig Sie Spaß haben mehr gemacht. Geliefert, als ich mir je gewünscht habe. Ich denke, ein netter Bonus ist angebracht. Es, na, wie man es schon an den, hier mitlesen kann, hört, wird es wahrscheinlich der Schluss sein. Wir machen natürlich weiter, vielleicht geht es doch noch ein bisschen weiter, aber ich denke aber, dass wir uns den Ende nahen. Okay, machen wir mal weiter. Das nehme ich an. Sie ist wirklich eine Tochter, auf die man stolz sein kann. Jetzt kann ich nach Hause zu meiner Frau als erfüllter und glücklicher Mann. Oh mein... Hervorragend! Ich wusste, du würdest mich stolz machen! Wie schön! Deine Mutter wäre so stolz auf dich! Ich denke, hier waren größere Einsätze im Spiel als das bloße Schicksal der Insel. Große Schildkröte, ich verspreche, dass ich dein Geheimnis immer bewahren werde. Danke! Sie haben uns eine große Ehre erwiesen, indem sie uns ermöglicht haben, das alles zu erleben. Noch nicht einmal Tanner hat seinen Blick auf die wahre Schönheit dieser Kammer geworfen. Reden wir noch große Schildkröten. Ja. Mit ihr. Wir sollten dich in Frieden lassen. Warte. Da gibt es noch eine Sache. Ja. Soll ich etwas für dich tun? Ja. Als Belohnung möchte ich, dass du dir einen Schatz aus der Truhe vor dir aussuchst. Ah ja. Okay. Da taucht jetzt natürlich nicht. Taucht hier nicht. Ja, weiß Gott, Schädel existiert. Gott schütze uns. Kann es sein? Ja, die Märchen aus dem Schatz des Herzens aus Rubin müssen wahr sein. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo sie sind. Oh mein... Okay... Schau, Vater! Ja... Gott schütze uns! Kann es sein? Ja, die Märchen aus dem Schatz des Herzens aus Rubin müssen wahr sein. Und ich bin der Einzige, der weiß, wo sie sind. Du hast die Inselbewohner belogen. Und ihre Gutgläubigkeit für deine eigenen Interessen benutzt, Timkins. Du hättest sie uns töten lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Castillo, Castillo. Das ist nur ein schreckliches Missverständnis. Ja, genau. Du bist ein Raufbold, der noch nicht mal Gott fürchtet. Du respektierst nur deine eigenen Regeln. Ja, nehmt ihm doch sein Schiff weg. Also. Diese Dorfbewohner sind Dummköpfe. Ja, jetzt spricht er wieder klare Worte. Könnten wir diesen Ort beherrschen? Stell dir mal das ganze Gold vor. Ein raffgieriger, verlogener Typ. Genug! Du verdienst es nicht, Pirat oder Captain genannt zu werden. Du bist nur ein... Stinkende Kakerlake! Stinkende Kakerlake! Jawohl! Die Flut kommt bald, Captain! Es ist Zeit, in See zu stechen. Wir werden dich hier lassen, Simpkins. Wir haben den Dorfbewohnern dein Schiff als Entschädigung überlassen. Ja, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Was? Du hattest kein Recht dazu. Oh. Wie soll ich diesen Ort jemals verlassen? Erstmal gar nicht, du sollst bereuen. Das ist nicht mein Problem. Laufe mir nicht wieder über den Weg, Simpkins, oder du wirst es bereuen.
Lässt du ihn leben nach all dem, was er getan hat? Ja, Morgan, weil ich nicht wie er bin. Aber da ist noch mehr. Ich habe gelernt, dass das Leben manchmal schlimmer als der Tod sein kann. Ich lasse dich hier, Simpkins. Lebe wohl. Stinkende Kakerlake! Stinkende Kakerlake! Der Vogel ist so cool. Ja, Wahnsinn. In einem Punkt stimme ich meinem Vater nicht zu. Ich wusste es. Du und ich. Wir sind von derselben Art, Morgan. Das glaube ich nicht. Wir könnten so viel Reichtum teilen. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe nicht an Gold gedacht. Ich habe an eine Strafe gedacht. Jawohl! Knockt sie jemand voll. Das tut weh. Wie kannst du es wagen? Knockt sie jemand voll, eine. Lebe wohl, Sim. Ein Meer zwischen uns wird nicht ausreichen, um dich vor meiner Rache zu schützen, Morgan. Ja. Noch ziemlich. Die Castillos werden eines Tages voll dafür bezahlen. Ich schwöre es. Fürchtet meinen Zorn. Ja, genau. Kleiner Hosenscheiße. Kannst du mir etwas zu essen herbeischaffen? Jetzt ist mir langweilig. Und ich habe Durst. Sei ruhig. Ich schlafe hier. Ein Meer zwischen uns wird nicht ausreichen, um dich vor meiner Rache zu schützen, Morgan. Ja, genau. Ja, liebe Freunde, somit haben wir das Game Captain Morgan and the Golden Turtle komplett durch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Lasst doch bitte ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und demnächst wird auch ein neues Projekt kommen. Werd mir was aussuchen, wird vielleicht wieder in derselben Richtung sein, muss mal schauen. Wie gesagt, lasst ein Like da oder Kommentare, ihr ist beides recht und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Also, ciao.